Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Tail. Wir stehen mit unserer Jager vor dem großen Pilz, vor dem Rebell. Ja, es ist eine Weile her, dass ich jetzt Black Tail weitermache, muss ich sagen. Ich bin gerade mitten in der Renovierung meiner Wohnung. Ich hoffe, man hört nicht, dass es im Hintergrund ein bisschen hallt, denn dort, wo mein Gaming-Zeug steht nur noch mein Gaming-Zeug. Und ja, das ist ein bisschen leer jetzt. Das wird alles noch verlagert, das kommt alles noch woanders hin, aber ich muss mal langsam weitermachen. Ja, ich habe eben gerade aus Versehen schon einen Kampf gemacht. Ich habe gedacht, das wäre so ein reiner Farming-Kampf sozusagen. Aber dem war nicht so. Das war der zweite Kampf hier gegen diese Gnolle, die ja den Honig wollen. Und wir stehen ja dem Rebellen hier, stehen wir ja bei im Kampf. Und ja, das jetzt ist wohl der letzte Kampf, bis die Gnolle dann endgültig aufgeben. Ja, die sagt, das hier wird der schwerste Kampf ever sein. Und mal sehen, wie wir uns schlagen. Let's do it. Go for it. Spread your wings. Ja, ja. You gotta climb the tower. I'll keep a lookout here. Okay. So. More of them coming here. So. So, ein bisschen Früchte holen hier. Ein paar Pfeile. Honigpfeile. So. Oh, da sind sie schon. Boah, die sind ja... Ach du Scheiße, warte. Moment. Das wird hart, das wird hart. Okay, der ist auch down. Der ist down. Boah, die Penner. Ja, 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 ich weiß ja schon. Ich weiß. Oh, Mist, daneben. Mist. Oh, wir haben keine... Das ist natürlich doof. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass da noch mehr kommen. Oh, oh. Solange es die normalen sind, ist das nicht so das Problem. Die anderen Penner, die sind ein bisschen heftig. Mann. So. Oh Mann. Ja, sehr gut. Na. Das Gute ist, diese mit einem Schuss down. Ah, jetzt sind die da. Kleinen Moment. Ui, 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 ui. Die müssen wir ein bisschen aufhalten. Die sind ein bisschen schwerer zu killen. Wo? Warte, ich hole mir gerade noch ein paar Kristallpfeile. Normale Pfeile. Makellos? Boah, da ist schon wieder einer. Ja, ja, ist mir klar. So, wir müssen gucken, dass wir hier ein bisschen
Die Musik ist halt voll cool, ne? Wo? War's das schon? Kann doch nicht sein. Ah, da ist noch einer. Oh, okay, 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 okay. Oh, Mist. Ja, ich weiß, auf der anderen Seite sind sie. Aber hier das Tor. Wo denn? Oh. Ja. Nice. Sehr schön. Ja, ja. Bisher geht's noch. Wir sind noch... Noch sind wir... ganz gut im Flow. Wo? Wo sind sie? Das sind langsame. So. Alter! Hat hier irgendwer auf mich geschmissen? Alter, was ist denn hier los? Okay, okay, okay. Den da hinten müssen wir gerade platt machen. So. So. Wo ist er? Der war eh schon down. Hier müssen wir ein bisschen Obacht geben. Hier bricht gar nichts. Oh oh. Bad news. We're not done here. Four of them coming in a while. Ja, ist immer noch nicht gut oder was, ey? Ich brauche Kristallpfeile. Oh, jetzt kommt die große Statue wieder. Oh. Pfeile. Muss gerade holen. Ah, Mist. Ah, keine Pfeile mehr. Wir müssen den aufhalten hier. Ja, ja. Der war gut. Muss aber rüber.
Kommst du da hoch? Oh Mann, ich treff kein Schollentor. Oh, Junge. Ja, komm. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Daneben geschossen. Ja. Boah, das war heftig. Das sah vielleicht nicht so krass aus. Rise again, until lambs become lions. We sure showed them in there, didn't we? It's ours! We've got the stone pit! The Grands can choke on it! You hit those prudes where it hurts the most! And that wackin' old tyrant? She will know to stay away from there now! We're gonna deal with the rest of the Gnolls in no time! So the forest's all free now, huh? We did done something, let me tell you. But the battle for freedom's far from over with all the Grands still skulking around. Plus, you can't really enjoy your liberties with those roots around. And Baba? Gordy would sure show him. Gordy? Nah, don't mind this mushroom's babbling. Just some name from the past. All I'm saying is, we must follow our wild hearts. They're a source of great power. Here's a special little something for you. Don't you go around saying old rebel's ungrateful. Fly like the wind, little raven. Streit im Steinbruch abgeschlossen. Schön. Verlorene Seite, messerscharfe Pfeile. Geil. So, wie war das so? Ja, messerscharfe Pfeile. Können wir jetzt lernen? Moral. Den Hinterlistigen. Namen des Bösen da. Das haben wir ja. Was? Quest? Zeig deine letzten Taten an. Quest? War das hier mit dem... Boah. Alter, wir sind so böse. Verspotteten Gegnern. Gegner hinterlassen nach dem Tod. Hohe Wahrscheinlichkeit Blutkugeln. Sehr nice. So, außer... apropos Blutkugeln. Gar nichts mehr. Wir müssen Ressourcen sammeln. Wir müssen dringend Ressourcen sammeln. So. Wo wollte ich eigentlich als nächstes hin? Weißt du das noch? Und ich raus hier aus der Höhle. So, wir gehen mal kurz ein bisschen auf Abstand. So, wo wollte ich denn hin? Weiß das noch einer? Das ist unser Ziel eigentlich, aktive Quest. Dann gehen wir da jetzt hoch. Hier gehen wir... Scheiße. Kann ich hier rüber? Vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. Ich würde gerne nur vorbei, bitte. Ich will keinen Stress, ich habe keine Pfeile. Oh ja. Aber ich brauche Lebensenergie. Wie war das? Hä, wie war denn das mit dem... Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ah, so war das.
Ja. Danke. Danke. So, jetzt sind wir eigentlich gut safe. Das brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen was anderes. Wir brauchen Holz und Zeug und Kristalle brauchen wir eigentlich. Ich würde gerne gucken, ob wir hier hinten irgendwo rüberkommen. Das wäre mir sehr recht. Komm ich hier irgendwo rüber? Ah. Ja, von hier komme ich. Oh, jetzt komme ich hier nicht durch. Ist mir egal. Pfeil verschwendet. May your hand be just, but your shield is patient. So, gespeichert haben wir auch. Das ist auch sehr gut. Hallo, Katze. Ah, warte mal. Messerscharfe Pfeile. Miau. Das gucken wir gleich. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir hier vielleicht nochmal... Oh ja, Vitalität, bitte. Das Herz, das habe ich als Belohnung erhalten, habe ich als Erlohnung behalten bei dem zweiten Kampf, wo ich dem Rebellen geholfen habe. So, messerscharfe Pfeile. Was ist das hier? Oh ja, Baby. Nein! Verursachen erheblichen Schaden. Alter, das will ich haben. Wir brauchen Federn. Wir brauchen Federn. Ich brauche Federn. Zeug, ich brauche Federn. Blume mitgenommen. Blume! Forspoken. Das wird jetzt immer ein Zeichen für Insider sein. Wenn ich sage Blume, dann weiß jeder, was damit gemeint ist. Ich brauche Federn. Hier sind keine Federn. Einfach mal einen Käfer getötet? Federn. Dankeschön, 32. Reicht das nicht? Ich will die messerscharfen Pfeile. Oh, die hätten wir bei der Quest da gerade gebraucht. Diese Pfeile, die hätten wir jetzt wirklich bei dem Rebellen da gebraucht. Bei dem Verteidigen des Honigs. So. Ja. Nee. Hier. Warte mal. Ja. So, Oh ja, hier sind unsere Pfeile mega, mega stark. Was ist das? Nachdem du aus der Blinzelstatue gekommen bist. Ja, warum nicht? Müssen wir mal gucken, für wie lange. Das kann ich auch machen. Pokus. Pokus verursacht mehr Schaden. Oh, das will ich auch.
Scheiße, wir brauchen 3 Kristalle und Holz. Okay. Was ist das hier? Kann 6 Holzpfeile tragen. Mehr tragen. Boah, wenn ich so recht überlege, ich würde gerne mehr Kristallpfeile tragen. Komm, wir probieren das mal. Und beim Aufprall hinterlässt das Scherben. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. So, jetzt sind wir wieder zurück. Miau. Die Katze ist cool. So, wo müssen wir hin? Wir müssen dort gerade immer geradeaus. Scheiße, aber ich glaube, da kommen wir gar nicht hoch, hä? Ups. Wir gehen mal. Da ist aber ein Hirsch. Your heart stops now, my friend. Ein Pfeil reicht aus. Let mine carry on the beat. Nice. Gut. Und die Welt ist immer noch so schön, ne? Kann mir jeder sagen, was er will. Warte mal. Da kann ich doch... Ist das nicht ein Opfer des Bösen? Nicht? Scheiße. Wir kommen da nirgendwo hoch. Wir kommen da nirgendwo hoch. Okay. Warte mal. Wenn wir hier reingehen, kommen wir hier hinten raus. Hier unten. Ach, das Haus ist hier. Ob wir von da darüber kommen? Ja, ich glaube schon. Wir gehen zum Haus zurück. Nehmen den rechten Ausgang. Gehen hier rüber. Dann hier außen. Levi und Jack. Und gehen hier außen rum. Zumindest mal hoffe ich, dass das klappt. Ja, und dann kommen wir hoffentlich hier hin. Okay. Katze. So, Katze, Katze. Miau, so total lang, so total gelangweilt. So, nein, wir müssen nach rechts. Warte mal, vorher hole ich mir das für Frösche ab. Danke. I shall bake treats, 3 baby teeth. Geschön. And a stick bug spine. All honey from bees. Call me a saint. An angel or leech. And I will. Noch mehr Schätze? Ach du Scheiße. Ja, die sind da sogar in der Nähe. Wir müssen da hin. Da, ne? Da. Ist doch richtig, ne? Ja. So. Hallo? Im Sturz platt gemacht. Hier sind auch die Brotkrumen, also... Ich gehe davon aus, dass wir hier auf jeden Fall richtig sind. Folgen wir mal den Brotkrumen.
Guck mal, eine Krähe. Und nochmal diese komischen Pilze. Ah! Was? Ach ja, er wieder. Was ist das hier? Da, habt ihr es gesehen? Wir sind hier drin oder was? Da, boah, Alter, habe ich mich erschrocken. Was ist das? Ach, hier sind die Pilze. Ich würde gerne erst die Quest fertig. Ah nee, komm. Wir quatschen mal mit den beiden hier. Looking for someone. Good to see you two are holding up. Sure. Sure. Or at least we were. Why the blues? Anything wrong? It'd be easier to ask what's right. The roots spread at an alarming rate, taking our forest, our lairs. Sometimes even us. Not feeling too well lately, huh? Borvi probably means a giant taken by the roots that has awakened not far from here. You must have heard of him. There are no borders the roots wouldn't cross. Living beings are not enough anymore. They take over even the ground, rocks, stones. What's next? The very foundations of the world? Yeah, our buddies are probably on it already. I hope they can get it under control. But to make things worse, all of this befalls us in autumn. And we've got so little time left. So little time before we fall asleep. It's getting chilly. I know you guys already, and see what you're going for, but... My time is running over too. And I still haven't found my sister. Wait, did you say sister? You heard it, Borvi? She's looking. Sie hören unsere Stimme. Sister. A twin sister. Wait, what? Why didn't you say it's all about your twin sister in the first place? That's terrible. I can't imagine losing my You're right. I can't either, brother. What was that line again? Sometimes you need to see to other people's problems first to solve your own in the end. Jack's right. You've solved some of our problems before. It's time for us to return the favor. You're welcome, princess. Wait, are you serious? You want to help me find Zora? Let's not get ahead of ourselves, but... I've got an idea. We may not know a lot about people. There was someone who did, though. You know who I mean? Gordana. Yes, I keep hearing about her. But as far as I know, she's been long, Jack, don't give the girl false hope. This whole forefather's Eve thing is... Thank you, Borvi. Yes, the Forefather's Eve is a time when we ask spirits for advice. Maybe you should try it too. So that's what it's about. The elders from the village used to consult the spirits that night. So you think you can... here, in the forest? Well, maybe not us, but we know the right people. Don't get your hopes up too high, but I guess it won't do any harm to talk to a professional. What do you think? The least we can do for you, with the little time we still have before the autumn ends. And before the roots get us all.
Don't you think there's got to be a way to stop the roots? Gordana probably knew of one. And what do you think? Me? What do you mean? What are you getting at? Anyone living long enough knows that the roots are the hut. The hut is the roots. It's pretty much the same. And you, well, you wear these masks. It's not really that hard to put all the pieces together. So you do know about the hut? Deep down inside, we're counting on you, girl. So am I, girl. Oh Mann, ich habe das Gefühl, wir bekommen immer mehr Verantwortung. I always thought autumn was the best time for mushroom picking. I mean, the best time for mushrooms to thrive. Indeed it is. But you see for yourself, it's getting cold and days are getting shorter. Winter is coming. For us mushrooms, it's the time of farewells. The mycelium is forever. But we, well, we grow and we wither, like everything else. Are you trying to tell me you won't make it through the winter? In some sense, we will. In another, we won't. You know, Yaga, everything happens in cycles. They're a bit different for us mushrooms than for you humans. And the current cycle is going to end soon. But the new one is about to begin, provided the forest survives. Oh nein! Die werden sterben! Oh, ist das böse. All right. Time's running out. Let's do it. Good. All you need is a gifted conjurer. Okay, well, let me think. There was one around a long time ago. Haven't seen him in a while, though. Can you remember his name? You know, the fishing fanatic, Harald? Eric? No, it wasn't Eric. Oh, I know. Henrik. What? Henrik? But Borfi, Henrik, he drowned. He did what? Borfi, he drowned, if you get what I mean. Jack, don't you start again. I don't know what you mean, and honestly, I don't care. Well, you'll see for yourself, Yaga. Just don't say I didn't warn you. Henrik used to live near a small pond in the neighborhood. Ah, yes, the pond. Henrik loved to go fishing once in a while. That part couldn't be more accurate. So maybe you can do the same? I'm sure as soon as you bait your hook near the old Henrik's pond, he will come and start with his usual, "Are the fish biting?" That'd be so him. Just mention our names. Henrik owed us a favor or two. That's an unusual way to find a person, but, well, whatever works, I'll go fishing. Okay, die Leere blickt zurück. Kann das sein? Kann das sein, dass wir da vielleicht hin müssen? Zu diesem Teich? Wo ist die Karte? Ah ne, hier ist der Teich. Ich wollte jetzt hier hin. Ah, pass auf, ne? Das hier ist gar nicht so weit weg. Das hier ist gar nicht so weit weg. Dann werden wir in der nächsten Folge, wenn wir das machen. Und je nachdem, werden wir zurück auf dem Pfad mit dem Brotkrumen zurückgehen. Bis dahin würde ich sagen, genießen wir die herbstliche Stimmung. Die Sterne sind uns gewogen, das Laub fällt leise, der Nebel baut sich auf und wir schließen die Augen. Und ich sage, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Overplayed and out. X.